die Klampfe rausholen und etwas am Lagerfeuer spielen, mit den Freunden Spaß haben, eine schöne Zeit haben. Die Akkorde bzw. der Song ist zwar nicht ganz so Lagerfeuer geeignet, aber die Akkorde nämlich schon. Und in dieser Lektion erfährst du, wie du die Akustikgitarre auch in Rock-Songs einsetzen kannst. Viel Spaß! Die Tabulatur mit Backing Tracks und auch Guitar Profile findest du übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung als Link. Bevor wir starten, noch ein kleiner Tipp oder Hinweis. Ich nutze hier in diesem Video bzw. für diesen Part ein dünneres Plektrum, nämlich so ein Dunlop 0,5 mm Plektrum. Das ist auch deutlich biegsamer und das klingt aufgrund, da es weicher ist, klingt es auch weicher. Als jetzt, wenn ich zum Beispiel mein 2 mm Plektrum nehme. Es klingt etwas dumpfer auch und ich finde vom Anschlagen her hat es nicht so einen schönen Sound und auch Feeling wie ein dünneres Plektrum, aufgrund dessen, weil es eben auch einfach etwas nachgibt, werden die Saiten dann nochmal etwas anders angeschlagen. Und ja, das noch zum Hinweis, weil das auch doch den Sound noch etwas hier beeinflusst. Dann starten wir mit Teil 1. Wir brauchen folgende Akkorde. Wir haben einmal ein Asus 2 mit einem A-Moll. Wir haben ein C Major 7, also C, wie sagt man da im Deutschen? Ein C Major 7. Und da haben wir noch einen interessanten Akkord. Den Namen möchte ich jetzt hier gar nicht unbedingt sagen, weil es gibt verschiedene Variationen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es was mit B über D ist oder ein D at 13, wobei das nicht ganz so genau passen würde, weil wiederum hier das A fehlt, die Quinte. Aber das wären mal zwei Möglichkeiten, wie man diesen Akkord benennen kann. Spielt im Endeffekt eigentlich auch nicht ganz so die große Rolle, denn er klingt, wie ich finde, ganz interessant. Und dann haben wir noch ein G5, in dem Fall sogar. So wie ich es auch liebend gerne spiele, nämlich hier über den dritten Bund mit dem Zeigefinger, mit dem Ringfinger, den dritten Bund auf der B und auf der hohen E-Seite. Also ein richtiges G-Dur wäre er hier noch mit dem B auf der A-Seite, mit deinem Zeigefinger. Ja, dann klingt es etwas mehr durig aufgrund der großen Terz, die dabei ist. Und ich habe es ganz gerne immer eher mit diesem G5-Griff, aber offen gespielt. In Teil 1 verwenden wir mehr oder weniger Arpeggios, die wir aber ineinander klingen lassen. Das heißt, wir spielen die Akkorde, spielen aber die einzelnen Töne und lassen diese aber ausklingen. Und da haben wir folgendes Muster. Wir haben einmal den Asus 2 mit dem A-Moll. Das heißt, du wechselst auch hier die Note, die eigentlich dem Akkord dann des Sus 2 bzw. das A-Moll dann darüber entscheidet. Das ist übrigens ein sehr klassischer Akkordwechsel, den man häufig gebraucht. Ja. Gehen dann über zu diesem C Major 7. Wir schlagen übrigens immer nur bis zur B-Seite an, also es sind 4 Noten. Und gehen dann über in die vierte Lage zum nächsten Akkord. Das wird wiederholt. Und
Dann haben wir hier von dem C Major 7 direkt den G-Dur-Akkord. Ich schlage übrigens hier die Noten alle mit einem Abschlag, außer dann, wenn ich hier oben wechsle von dem B zum C. Noch bei den anderen Arpeggios bzw. Akkorden den oberen Ton auf der B-Seite schlage ich mit einem Abschlag, Aufschlag, die anderen Abschlag, weil wenn ich hier mit dem Aufschlag spiele, kann ich direkt hier runter wieder wandern, wo es dann auch weitergeht. Dann gehen wir zu Teil 2. Wir brauchen hier fast dieselben Akkorde. Was hinzukommt, ist das E-Moll, ganz klassisch, wie wir es kennen. Zeigefinger und Mittelfinger auf dem zweiten Bund auf der A und auf der D-Seite. Und das war es im Endeffekt schon auch schon, genau, G5, den kennen wir auch. Und was wir nun tun, jetzt wird das Ganze gesteigert. Ich habe es ja auch Akustik Iron Maiden genannt, weil es irgendwie mich an Iron Maiden erinnert. Ich aber ganz gerne die Akustikgitarre mal einbringen wollte. Und wie kann man mit der Akustikgitarre für etwas mehr Drama sorgen oder etwas mehr Drive, indem wir jetzt von den gezupften Akkorden, ja, was ja so eine Art Einklang bringt, man stellt sich vor, jemand kommt daher und die Schichte geht los. Ja, das baut sich alles auf. Und jetzt soll es etwas weitergehen, es wird spannender, deswegen spielen wir jetzt die Akkorde mit einem etwas schnelleren Rhythmus, nämlich immer eine Achtelnote und dann zwei Sextolen, beziehungsweise im Trion sind es eher, Trion als 16. Note. Und dieser Rhythmus geht dann wie folgt. Ich spiele einfach dann mal das Ganze mit dem Asus 2. Also ab, ab, auf, ab. Ab, ab, auf, ab. Und dann geht es wieder weiter. Und das wechseln wir. Mit Asus So und A-Moll. C Major 7, E-Moll, G5 und E-Moll und G5 jeweils immer nur ein Paar von dieser Achtel und dieser 16. Trion. Spielst du mal im Ganzen, 3, 4, vielleicht schon ganz wichtig, weil ich es hier selber sehe. Dadurch, dass ich bei dem C Major 7 hier schon den Ringfinger und den, also hier Ringfinger und hier Mittelfinger greife, und zwar mit dem Ringfinger den dritten Bund auf der A-Seite und mit dem Mittelfinger den zweiten Bund auf der D-Seite, nutze ich für den E-Moll hier übrigens dann auch den Mittel- und den Ringfinger. Und nicht den Zeigefinger, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, das ist ja übrigens überhaupt auch so die Form, wie es viele unterrichten in E-Moll, weil man kann hier relativ schnell zum E-Dur zum Beispiel auch. Also das ist eine kleine Korrektur, was den Fingersatz angeht. Hier baut sich einfach die Spannung auf und dann im nächsten Teil, in Teil 3, wird es mit der Akustikgitarre eher nicht so spannend, weil dann kommen auch die verzerrten Gitarren hinzu, Keyboard kommt hinzu, das Ganze geht richtig los wie ein Feuerwerk. Und da die Akustikgitarre in dem ganzen Feuerwerk untergehen würde, spielt sie eigentlich nur ausklingende Akkorde, also über den fast ganzen Takt, beziehungsweise wir haben einmal ganze und auch halbe Noten in Teil 3. Es dient einfach nur so etwas im Hintergrund als, ja, wie so eine Prise Salz, so eine Prise Pfeffer, die man hier und da etwas rausschmeckt, aber auch nicht so wirklich penetrant ist, die aber zum ganzen Soundbild dazugehört oder eben das ganze Soundbild noch etwas aufwerten kann. Du kannst dir da selber ein Bild drüber machen, wenn du dir mal das Hörbeispiel anhörst oder du hast es ja im Endeffekt schon gehört. Und was wir haben ist, wir spielen ein D-Moll. Also wir gehen übrigens auch von A-Moll-Tonart jetzt zu D-Moll über. D-Moll zu F zu C B-Flat C zurück und dann wieder
D-Moll, am Ende den D-Moll auch hier in der Nulltenlage gespielt. Ja, der traurigste Akkord, den es gibt. Und das ist im Endeffekt dann Teil 3. Was man hier noch zu sagen kann, wir spielen eine schöne Variation von F. Man könnte das F ja auch hier spielen. Oder hier. Aber diese Variation gefällt mir sehr gut, weil du brauchst nur den kleinen Finger hier von dem 7. Bund von der G-Seite zu dem 8. Bund auf der A-Seite schieben. Und dadurch entsteht jetzt auch ein sehr schöner, weicher Übergang, weil die Töne außer Einton gleich bleiben. Ja? Und das macht den Übergang sehr weich. Und allgemein die Akkordfolge, also die Progression, wenn man die sich mal ansieht. Wir haben den ersten Akkord, also die 1, D-Moll, zum F. Das wäre dann der 1, 2, 3, 4, der vierte Akkord. Stufe 4, also 1, 4. Dann Stufe 7, Stufe 6 und wieder Stufe 7. Das ist sehr, sehr typisch, gerade das mit den Stufe 1 zu 7 zu 6 oder erst von 1 zu 6 zu 7. Sehr typisch, gerade auch für Iron Maiden. Das vielleicht mal noch so zum Theorie-Hintergrund, was die Stufenakkorde hier angeht. Das war heute eher ein etwas ruhigeres Beispiel, also wie du die Akustikgitarre zwar in härteren Sounds einsetzen kannst, aber die Akustikgitarre selber war etwas ruhiger. Das geht natürlich auch noch etwas härter, das heißt, dass du auch mit der Akustikgitarre doch noch ein bisschen mehr Dampf gibst. Wenn du daran interessiert bist, auch mal ein Songbeispiel zu hören, wie du die Akustikgitarre noch härter einsetzen kannst, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und schreib uns auch gerne unten in den Kommentaren, dass du daran Interesse hast. Und wenn du noch Akustikgitarren-Einsteiger bist oder du dir überlegst, hey, ich habe noch irgendwo so eine Klampe rumstehen, ich würde ganz gerne wieder etwas spielen, und du dir die Frage stellst, wie du am besten starten solltest, um schnell und einfach coole Songs spielen zu können, dann geh auf den Link unten in der Videobeschreibung und trag dich zu unserer kostenlosen 10-teiligen Videoserie ein, die wir speziell für Akustik-Gitarren-Einsteiger kreiert haben. Viel Spaß bei der Lektion. Bis zum nächsten Mal. Rock on!